Hallo, es tut mir leid, dass in letzter Zeit kein Video mehr kam. Allerdings war ich in Klausurenphase und es war halt wichtiger als das jetzt. Also, wir haben hier zwei Fehlerstromschutzschalter, auch FI oder RCD genannt. Da möchte ich euch heute mal zeigen, wie das funktioniert und wozu das gut ist. Wie kurz gesagt, die Teile könnten euer Leben retten und deshalb sind sie in jedem Haushalt heutzutage Pflicht. Gucken wir erstmal vorne drauf. Das sehen wir erstmal hier im Hebel. Damit können wir die einschalten. Ausschalten sollte man über die Testtaste, die gleichzeitig prüft, ob der FI noch funktioniert. In privaten Haushalten solltet ihr die alle halben Jahre mal drücken, um zu schauen, ob euer FI noch funktioniert. Auf Baustellen müssen sie sogar täglich gedrückt werden. Dann sehen wir hier zwei Stromangaben, hier genauso. Das eine, das IN bei dem hier, bei dem steht nur 63 Ampere. Das ist der Strom, den der FI maximal verkraftet, bevor er halt abschmort oder verbrutzelt oder so. Der schützt nicht vor Überstrom wie eine Sicherung, die braucht ihr extra noch, eine Sicherung oder einen Leistungsschutzschalter. Oder man besorgt sich ein FI-LS-Kombination, die ja sehr teuer sind, wo die Sicherung noch mit integriert ist. Und die zweite Stromangabe, das ist der sogenannte Differenzstrom. Das ist, bei dem der FI auslöst, in Haushalten sind heutzutage nur noch maximal 30 Milliampere erlaubt, somit ist der eigentlich schon verboten. Und was es damit genau auf sich hat, das schauen wir uns jetzt gleich dann noch an. So, Herzstück eines jeden FIs ist der sogenannte Summenstromwandler. Und was ist denn das jetzt schon wieder? Dafür müssen wir erstmal klären, was ein Stromwandler ist. Und dafür habe ich mal einen Stromwandler mitgebracht. Also einen klassischen Stromwandler, nicht so einen wie da drin. Normalerweise dient so ein Stromwandler dazu, um hohe Wechselströme zu messen, wo es keine Messgeräte gibt, die so groß sind, also ein paar hundert Ampere und so. Und wie funktioniert das Ganze? Im Grunde genommen funktioniert das wie ein Transformator. Also wir haben hier einen Eisenkern. Meistens rund, der ist in diesem Plastikgehäuse. Und da wird hier vorne ein Leiter durchgesteckt. Der hier ist jetzt zum Beispiel dafür da, um auf eine Stromschiene gesteckt zu werden. Das ist die Primärwicklung. Und hier oben ist dann drin eine Sekundärwicklung drauf gewickelt. Und das sind die beiden Anschlusskernen, die ihr hier seht. Da kann man hier ein Ampermeter, also ein niederohmisches Messgerät anschließen und der Strom, der hier fließt, ist proportional zu dem Strom, der hier fließt. Die Verhältnis zwischen den beiden Strömen nennt man Übersetzungsverhältnis und ist bei dem Stromwandler hier jetzt 200 zu 5. Das heißt, wenn hier 200 Ampere fließen, fließen dann hier 5 Ampere. Diese Wandler müssen übrigens hier immer in Nähe vom Kurzschluss betrieben werden, sonst könnte die Spannung hier ins Unermessliche steigen, weil die sich fast wie ideale Konstantstromquellen verhalten. Das ist das Gegenteil zur Konstantspannungsquelle, wo ein Kurzschluss zu unheimlich hohen Strömen führen würde. Aber was würde denn jetzt eigentlich passieren? Wenn wir hier zu unserem Gerät, also ich mache hier mal Spannungsquelle hin,
beide Leiter durch den Stromwandler führen zu unserem Verbraucher und wieder zurück. Ja, dann würden sich die Ströme fließen hier in gegengesetzte Richtung. Dadurch würde sich das Magnetfeld in dem Eisenkern auslöschen. Und dazu wäre der Strom, der hier fließt, null. Das sieht jetzt ein bisschen sinnlos aus, aber wozu das gut ist, dazu kommen wir gleich noch. Dasselbe gilt auch für Drehstrom, wenn ich hier alle aktiven Leiter durchschleifen würde. So. Um euch jetzt zu zeigen, wie der FI euch schützt, male ich mal ein Stromnetz auf. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das ist der Ortstransformator. Das steht meistens am Anfang der Straße oder so. In der Stadt meistens so ein kleines Würfelchen, in dem der Trafo drinnen sitzt, steckt. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Und auf dem Dorf sind das meistens die großen Türme, wo oben die Leitungen reingehen. Der hat hier einen Sternpunkt. Das ist das hier hinten, das nennt man so, weil das könnte man auch so im Stern anzeichnen, die Spulen theoretisch. Das wäre das der Punkt. Dort ist der Neutralleiter angeschlossen. Oder, und das andere sind die Außenleiter. L1, L2, L3 und N. So. Und der Sternpunkt hat in der Regel Erdpotential. Somit haben die Außenleiter in der Regel Spannung gegenüber dem Erdboden. So, im TN-Netz, was das häufigste Netz in Deutschland ist, ist auch noch der Schutzleiter am Sternpunkt angeschlossen und hat somit Erdpotential. Im TT-Netz, was in anderen Ländern wie Italien häufiger ist, hat der Schutzleiter einen separaten Erder, meistens direkt am Hausfundament oder irgendwo da in der Nähe und ist ebenfalls auf Erdpotential. So, hier werden dann die Geräte angeschlossen, zum Beispiel ein Drehstromgerät mit allen drei Außenleitern. Und noch Sicherungen dazwischen. So. Und im Metallgehäuse, wenn es nicht Schutzklasse 2 ist, kommt an den Schutzleiter. Und Wechselstromgerät, beliebigen Außenleiter. Das ist das, was bei euch die normalen Steckdosen zu Hause sind, in normalen Wohnungen. Zwischen einen Außenleiter und Neutralleiter und das Gehäuse auch wieder auf den Schutzleiter. So. Okay, der Schutzleiter sorgt dafür, dass sie, selbst wenn hier jetzt der Außenleiter an das Gehäuse kommen sollte, schützt der Schutzleiter euch davor, dass das Gehäuse gegenüber Erde keine Spannung haben kann. Aber das ist halt noch kein hundertprozentiger Schutz, weil es ist denn zum Beispiel, wenn der Schutzleiter kaputt ist oder wenn das in Schutzklasse 2 gerät ohne Schutzleiter ist oder wenn der Föhn jetzt in die Wanne fällt. Dafür ist der FI da. Das geht dann so, da kommt wieder unser Summenstromwandler zum Einsatz. Werden alle Leiter hindurchgeführt, die außer der Schutzleiter. Und dann haben wir hier eine Auslöseeinrichtung. Da geht das rein, zack. Und sollte jetzt, weil hier der Schutzleiter kaputt ist zum Beispiel, und hier ein Mensch steht, der Strom über das Gehäuse, über den Menschen in die Erde und zurück zum Trafo fließen, dann sind die hier reinfließenden Ströme größer als die hier rausfließenden Ströme.
und ist, sind die Reinfließenströme um den Differenzbetrag, der hier drauf steht bei I Delta N, größer als die Rausfließenströme, dann schaltet der FI innerhalb 0,2 Sekunden ab und rettet somit dem Menschen hier das Leben. Im TT-Netz ist es immer Vorschrift. Bei MTN-Netz kann, wenn der Schutzleiter intakt ist, durch die niederohmische Verbindung hier auch die Sicherung einfach rausfliegen. Bei einem Körperschluss, weil es wie ein Kurzschluss ist. Das geht im TN-Netz nicht, weil der Strom immer über den hochohmischen Erdboden muss. Und da muss immer ein FI eingebaut sein im TT-Netz. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal nochmal an, wie das aussieht. Normalerweise sollte man so ein FI nicht öffnen, aber der ist ja eh nicht mehr richtig in Ordnung. So, ich habe den FI jetzt aufgekriegt. Wir sehen hier den Summenstromwandler, wo alle hin- und rückführenden Leiter durchgeführt werden. Der Widerstand hier unten ist für den Testknopf. Da wird der Summenstromwandler, also dass der Summenstromwandler ist, einfach so sozusagen gebypasst, dass die Summe der hin- und wegfließenden Ströme nicht mehr übereinstimmt. Und hier oben dann halt das Schaltwerk, also die Auslöseeinrichtung, hier mit dem Testknopf und ja, okay. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal ja abonnieren. Und ja, dann bedanke ich mich für euer Zuhören und sage auf Wiedersehen und Tschüss.